Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Jo, wir kämpfen gerade gegen die Clowns, die sich da mutiert haben. Dank Kuyas Magie, ne? Der gute Kerl. So ein Sonnenscheinchen. Ja. Wir müssen stibitzen, glaube ich, immer noch. Ich muss jetzt aufpassen. Es ist Zeit einmal, dass wir da ein bisschen abwerten. So, ja. Räuberauge brauche ich mal ganz kurz. Dann heilige Magie. Wer könnte das gebrauchen, Lili? Ja, aber wir müssen jetzt mal mit Damage ein bisschen aufpassen. Dass ich hier noch was spitzen kann. Ein habe nichts. Wir haben schon alles. Wann ist denn das passiert? Passt. Gut. So viel dazu. Ich bin jetzt wieder mal voll verpennt. Das bedeutet, meine Lieben, auf geht's. Vollgas. Gemma. Keine Rücksicht mehr auf Verluste. Der wird jetzt umgerotzt. Ich bin gerade so stolz auf Zidane. Der kann das echt gut. Tsunami. Yeah. Wir werden sofort wieder Kampffunken rufen. Unbedingt. Drago Negere. Schwing. Jawohl, das geht echt gut. Ich würde sagen, Ifrit wieder, der hat am meisten Damage gemacht, kommt mir vor. Natürlich wieder Drago Negere. Natürlich wieder Angriff von Zidane. Jawohl, wir sind wieder sicher. Sicher, ja. Inferno! Yeah! Sehr fein. Wir rufen Fingir. Drago Megere. Wir rufen niemand mehr, weil wir haben kein Bader. Das heißt Ether. Nein! Was machst du denn? Ether? Jawohl, wir sehen, was selber angreift. Super, hat sich selber vernichtet. Das ist schön. Bravo! Gratuliere! Was? Wir kriegen gar nichts? Was? Weil wir das komische Zeug drauf haben? War wie schade. Vakzin, aber bekommt nicht einmal die Dingspunkte? Gedreck. Naja, was soll's. Hey, Vivi. Vivi, wo ist Kuya? Ist er etwa abgehauen? Vivi? Sie folgten ihm alle. Obwohl ihnen irgendwo wohl klar war, dass er sie nur benutzen würde. Und dann sagte er ihnen, selbst wenn er wollte, er könne ihre Lebensspanne nicht verlängern. Kuya, dieser Mistkerl, was bildet er sich ein? Entschuldige, wir waren solche Narren. Ihr könnt nichts dafür. Wo sind die anderen Schwarzmagier? Alle sind am Boden zerstört, sie sind dort drüben. Zidane, was soll ich ihnen denn in so einer Situation nur sagen? Hey, Vivi, wohin gehst du? Das Einzige, was ich jetzt für sie tun kann, ist einfach nur bei ihnen zu sein. Jawohl. Ach, Vivi. Dafür kriege ich dich dran, Kuya. Ist dort jemand? Hm? Hallo, ist hier jemand? Na, wie ist denn das? Wer seid ihr? Und wo ist dieser... Ach, wie hieß er noch gleich? Wo ist Kuya? Der hat sich aus dem Staub gemacht. Habt ihr ihn vertrieben? Ich danke euch. Ihr seid doch... Prinzessin Garnet? Ja, fürwahr, ihr seid es. Es ist ja schon so lange her. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre
seit ich euch das letzte Mal begegnet bin. Und wie groß ihr seitdem geworden seid. Und so schön. Aber warum seid ihr eigentlich hier? Wer ist diese Frau? Kennt ihr euch etwa? Quack, meine über alles geliebte Frau Quack. Hilda, endlich habe ich dich wieder, Quack. Ich kann mich nicht erinnern, mit einem Frosch verheiratet zu sein. Ich bin es doch, dein Sid Quack. Dieser Bart? Ja, du bist es wirklich. Hilda, ich will, dass du wieder mit mir in das Schloss zurückkehrst, Quack. Und vielleicht könntest du mich dann ja wieder zurückverwandeln, Quack. Dein geliebtes Luftschiff hat Kuya aber wohl mitgenommen. Ganz egal, Quack. Solange es dir gut geht, was kümmert mich da das Schiff, Quack? Oh, Sid. Sag mal, kennst du diesen Kuya? Aiko hasst Kuya. Wenn du etwas weißt, dann sag es uns bitte. Schön. Wenn wir wieder in Lindblum sind, dann werde ich euch alles sagen, was ich weiß. Hat Kuya dich auch nicht angefasst, Quack? Seine Taten kann man zwar nicht verzeihen, auf gar keinen Fall, aber er scheint zumindest ein Gentleman zu sein. Auch wenn er wie ein Wasserfall redet. Was soll das heißen, Quark? Nicht, dass ich ihm auch nur eine Frage gestellt hätte, aber er hat einfach von sich aus geredet und geredet. Es war teilweise wirklich anstrengend, ihm zuzuhören. Aber die Dinge, die er sagte, waren furchteinflößend. Zum Beispiel? Er schwärmte davon, dass er nicht von dieser Welt sei und sie nur benutze, um grenzenlose Macht zu erhalten. Und dazu benötigte er wohl die Hildegard 1. Ich werde Zidane und die anderen über all dies unterrichten müssen, Quack. Zumindest galt seine Aufmerksamkeit nicht in erster Linie mir. Er schien mir wie ein wahrer Narzisst, der sich über alles liebt. Aber wenigstens niemand, der einen Seitensprung wagt. Huch, das kam jetzt etwas unerwartet und hart, Quark. Was das betrifft, so bereue ich es wirklich, Quark. Gerade deswegen nahm ich all die Gefahren auf mich, um dich zu retten, Quark. Lügen haben kurze Schenkel. Der war gut. Jedenfalls, du bist doch sicherlich nur gekommen, um die Hildegard 1 zurückzuholen. Das stimmt nicht, Quark. Du stehst wie immer an erster Stelle, Quark. Ich möchte wieder ein Mensch sein. Ich habe von dem Gequake und dem Gezirpe genug, Quack. Verzeih mir bitte. Ich werde nie wieder untreu sein, Quack. Kann ich deinen Worten wirklich vertrauen? Ich schwöre es, Quack. Du bist die Einzige für mich, Quack. Nun gut. Dann will ich dir glauben und die Verwünschung rückgängig machen. Komm her, mein kleiner Wonnebrocken. Aber das nächste Mal wirst du mir nicht nur als Juckzirbel davonkommen. Uff, ich weiß, Quark. Vielleicht sollte ich dich dann in eine Igelquappe... Alles, nur das nicht, Quark. Aber jetzt mach bitte schnell. Schon gut, schon gut. Endlich wieder ein Mensch, Quark. Was? Jetzt kann ich mich endlich an den Bau der Hildegard 3 machen, Zirp. Was? ups. Ja, wohl die Macht der Gewohnheit. Sid? Ja, verzeih mir, Hilda. Bitte. Oh, meine liebe Hilda, endlich bist du wieder da. Ach, Sid, ich hab dich so vermisst. Oh, ich mag diese Szene, die ist so süß. Wer redet da jetzt?
Ich mach mal so. Zitane? Bist du's, Lilly? Verzeih, Zitane. Was? Warum plötzlich wieder diese Förmlichkeiten? Mit Verlaub, Zitane, wacht bitte auf. Was denn? Nur ein Traum? Ach, Kacke. Und? Was steht denn an? Großherzogin Hilda erwartet euch im Konferenzraum. Ach so, okay. Hätte gern noch die Fortsetzung geträumt, ja. Bitte was? Ah, nichts Wichtiges. Schon gut. Ja. So. Bam, bam. Hallo, Herr Mogri. Es wird Zeit, dass wir mal speichern nach der ganzen Prozedur. Und dann müssen wir uns wieder anschauen, was wir jetzt alles gespitzt eigentlich haben. Wegen Anziehen, Umkleiden und so weiter. Ich würde sagen, ich speichere mal da drauf. Jupp. Bam, bam, bam. Okay, sind wieder ganz alleine. Keine Teammitglieder. Irgendwas Mognet-mäßiges. Eine Bitte, Kubo. Übergeb diesen Brief an Kulmok, bitte. Aber gern doch, wer ist das? Kubo. Na dann, für die. Ja, ein Brieflein. Ist irgendwas versteckt? Ich denke immer, es ist was versteckt. Da bist du nix. Nix, gar nichts, nix. Die Truhen, die sind auch leer. So ein Geschirr, lala. Na dann marschieren wir mal. Zur Hilderlein. Bam, baram, baram. Bitte, zweite Ebene. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Sollen wir da noch vorher raufschauen? Wenn alle Trüchen schon offen sind, wird da normal auch nichts sein, oder? Ich hab's, wenn, dann habe ich wieder Vollgas vergessen. Dann tut's mir auch schon wieder leid. Bam, 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 barararam. Konferenzraum, das war jetzt unten, glaube ich, ne? Nein, das war das. Ist das das? Keine Ahnung. Ja, war schon so. Wer ist denn der Opa da? Oh! Angeblich Großherzog Sid. Was? Ach, respektlos wie immer, Quark. Hust. Ja. Respektlos wie immer, wie mir scheint. Ja, aber dein Froschdasein steckt dir wohl noch in den Knochen, was? Genug, Quack. Braucht man noch eine Weile. Wie dem auch sei, gibt es weitaus Wichtigeres zu besprechen. Ich habe diese Versammlung einberufen, um euch darüber zu informieren, was Kuya mir erzählte. Es könnte uns vielleicht Aufschluss geben, wo er sich versteckt hat. Die Prinzessin scheint wieder nicht anwesend zu sein. Oh, ich hätte es doch holen sollen. Diesmal werde ich sie suchen gehen. Ich werde mich unverzüglich an den Bau der Hildegard 3 machen. Dafür werden wir die blaue Narzisse ein wenig umbauen müssen. Den Rest meine ich natürlich. Ich bin so auf Respekt aus, seitdem ich jetzt wieder ein Mensch bin. Ja, ich meine natürlich den Rest wird euch Hilda mitteilen. Ich bin da mal weg, nicht so. Ich übergebe das Wort an Hilda, Schnuckimaus. Na, Spatzel. Was waren das also für Geschichten, die Kuya dir erzählt hat? Einige waren einfach zu unglaubwürdig, aber hört sie euch selbst an. Kuya plant, mit Hilfe unserer Welt zu schier unbeschreiblicher Macht zu gelangen. Macht? Was will er denn damit? Das weiß ich auch nicht. Na toll. Aber angeblich ist Kuya kein Mensch von dieser Welt. Wie bitte? Der Planet, auf dem er lebt, heißt Gaia. Und Kuya nannte seinen Heimatplaneten Terra.
Terra. Eine andere Welt. Active Time Event. Generalmobilmachung. Oh, die Burschen. Die Tantalus-Bande. Und wie gehen die Reparaturen bei euch voran? Das dauert noch. Ist ja alles voll kapuzifix. Sina hat recht. Es geht nur schleppend voran und so. Wirklich schleppend, Sefix. Ja. Ich habe keine Lust mehr da oben zu arbeiten. Außerdem habe ich Höhenangst, ja. Puh. Sieht aus, als hätten wir noch einiges vor uns, was? Hier ist sie wohl auch nicht. Na nun, das ist doch... Aber wo ist die Prinzessin denn dann? Hätten doch raufgezogen, Scheiße. Hey, was willst du hier? Hä? Das könnte ich dich auch fragen. Das geht dich nichts an. Und überhaupt, was haltet ihr hier wieder für illegale Versammlungen ab? Alter, was in deinem Kopf vorgeht, würde ich gerne mal wissen. Wir beraten, wie wir das Theaterviertel am besten wieder aufbauen, Zifix. Also so in der Form, Zifix. Jep, so ist es. Was sollen denn deine beleidigenden Andeutungen und so? Jep, was soll das? Tja, da hast du's. Aber sag mal, du siehst mächtig besorgt aus. Was ist los? Ist was passiert? Was es auch immer ist, uns kannst du sagen. Kann ich das? Logisch. Also? Die Prinzessin ist verschollen. Da ich sie nirgends im Schloss finden konnte, dachte ich, sie wäre vielleicht irgendwo in der Stadt. Aber da du dich in den Straßen von dem Blut nicht auskennst, helfen wir dir mal besser beim Suchen. Sonst wird das nie was. Freundlich. Aber vertrau mir. Wir kennen Lindblum besser als du deinen verrosteten Helm. Die Prinzessin haben wir ratzfatz gefunden. Also Leute, alles klar. Es gilt, die Prinzessin zu finden. Der Park immer nett. Da. Danke, Mann. Danke. Aber man hilft doch gern. Park ist immer so nett. Ich mag ihn auch. Die Tür zu Terra befindet sich angeblich auf der Insel des Lichts. Wir wissen zwar nicht, wohin er sich verkrochen hat, aber vielleicht erfahren wir dort etwas. Allerdings kann man von dieser Insel des Lichts nicht ohne weiteres die Tür nach Terra öffnen. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Außerdem wäre diese andere Welt dann schon längst jedem bekannt. Und was heißt das für uns? Es geht noch weiter. Jetzt wäre mal ein Stuhl nicht schlecht zum Hinsitzen oder ein Glas Wasser, aber naja, die Bediensteten und so. Ich meine, was? Diese Insel, die beide Welten miteinander verknüpft, ist versiegelt. Und den Schlüssel, um die Versiegelung aufzuheben, gibt es nur an einem bestimmten Ort. Und der ist wo? In einem alten Schloss im Norden des vergessenen Kontinents. Auch der Abenteurer Ibsen berichtet von diesem alten Schloss. Jedoch suchte er in den hohen Gebirgen vergeblich nach ihm. Allerdings ist der gesamte vergessene Kontinent noch weitgehend unerforscht. Da dieses sagenumwobene Schloss keinen Namen hat, wird es von den meisten als alte Hochburg Ibsen bezeichnet. Die alte Hochburg Ibsen also. Die meisten Kontinente außer unserem sind tatsächlich noch zum größten Teil erschlossen. Das nächste Active Time Event. An die Arbeit. Kommt ihr voran? Großherzog, schön euch endlich wieder in menschlicher Erscheinung anzutreffen. Jetzt kann ich endlich wieder die Leitung des des Schiffsbaus übernehmen. Genau, Luftschiffbaus, ja, genau. Also jo, wir haben aus den Fühlern der Hildegard vorgelernt, ne? Und sind mit dem Antrieb so gut wie fertig. Jo, jetzt gilt es nur noch den Schiffsrumpf fertigzustellen. Aber der ist gar nicht so ohne, ne? Verstehe.
Ich hatte geplant, den Rumpf der blauen Narzisse dafür zu verwenden. Aber aus welchem Grund denn? An Bord habe ich bemerkt, wie schön aerodynamisch ihre Form eigentlich ist. Aber vor allem haben wir keine Zeit für den Bau eines neuen Rumpfs. Ich habe schon alles in meinem Kopf entworfen. Ihr müsst euch nur nach meinen Anweisungen richten. Lasst uns beginnen. Jawohl. Oho, endlich gibt's wieder was zu tun. Hurra. Die Burschen wieder am Tüfteln, ne? Und das ist alles, was ich weiß. Womöglich könnt ihr in der alten Hochburg Ibsen mehr erfahren. Aber wie hast du das nur alles von Kuya erfahren? Gefragt habe ich ihn kein einziges Mal, musst du dir vorstellen. Er hat einfach angefangen zu erzählen. Und je mehr er dies tat, desto mehr eskalierten seine Schwärmereien. Und so hat er mir von all diesen Dingen erzählt. Anscheinend sah er wohl auch keine Gefahr in mir. Worin er nicht Unrecht hat. Momentan können wir ihm nicht das Wasser reichen. Aber ich kann Kuya auf keinen Fall verzeihen, einfach mit dem Leben meiner Freunde zu spielen. Okay, jetzt wissen wir wenigstens, wohin wir müssen. Die Frage ist nur, wie kommen wir dorthin? Jo, jetzt, wo Bauteile der blauen Narzisse benötigt werden, müssen wir warten, bis Hildegard 3 fertig ist. Zitane, etwas Schreckliches ist passiert. Was ist denn jetzt wieder los, Alter? Wir haben ganz Lindblum abgesucht, aber die Prinzessin ist nirgends zu finden. Die Tantalus sind mir auch zur Hand gegangen, aber sie ist nicht in Lindblum. Dann kann sie nur dort sein. Wo? Lass mich nur machen. Wartet hier in Lindblum. Ich bring sie gleich zurück. Gleich mal Steine umgerannt. Bitte was? Bitte wo? Warum? Weshalb? Wo ist sie denn? In Alexandria? Hohoho, wo geht's denn ihr hin, Zephix? Wir gehen Lili suchen, yep. Yep. Oder gibt's noch jemanden anderen, den du suchst? Wo's rät's denn da? Wo's rät's denn ihr da, Zephix? Da drum hab ich da schon längst geschaut, Zephix. Schaut's halt wo ich noch nie geschaut hab, Zephix. Diese Deppen. Mann, kommandiert der halt wieder rum. Yep, kannst du laut sagen. Die schauen irgendwie aus, als wenn die Windeln anhätten oder eine Unterhose über die Hose. Keine Ahnung. Hey, Ruby. Wat denn? Blank und Markus? Wat macht ihr denn hier? Eles in Ödnin? Bei euch? Bestens. Wie immer. Jo. Und selbst so? Wie läuft dein Theater eigentlich? Oh, jeltet. Lädt er dich noch nicht am Abwerfen tun. Überhübsig, man hat es mit Begeisterung dabei. Begeisterung dabei. Kann man Dialekt nicht. Ah, meine Rede, ich glaube, das ist Schwabisch, ne? Entschuldigung. Voll verkutzt, Entschuldigung. Übrigens. Unser Quartier in Lindblum. Die Reparaturen gehen zwar voran, aber blank, wir müssen so langsam. Hast recht, entschuldige, aber naja. Wir sind nicht nur zum Spaß nach Alexandria zurückgekommen. Um die Wahrheit zu sagen, suchen wir Lili. Lili, es war mir nicht über den Weg hier laufen. Was wollt ihr, Futter Lili denn? Doch nicht noch einmal entführte tun? Nicht doch. Wir suchen sie bloß und so. Wie du meine tust. Ich könnt jo mal meine Jeste befrage. Die jebe über Bescheid. Wenn ich was herauskriege. Das wäre klasse, danke. Voll verkutzt, Entschuldigung. Naja. Wenn die zwei hier herumlöfe tun, ist sie denen Ebis. Auch nicht weit, ne? Bam, bam.
seltsam. Ich war mir so sicher, sie wäre in Alexandria. Wo können sie denn sonst sein? Oh, Zitane, da steckst du. Chef, hast du Lilly gesehen? Nö, keine Ahnung, wo die ist. Naja, Lilly habe ich zwar nicht gesehen, aber die Dings scheint mir hier zu sein. Die Dings? Genau, die Dings, jo. Aber das überprüfe ich besser noch einmal. Moment mal, nicht so schnell. Wer zum Geier soll denn diese Dings überhaupt sein? Ach, Chef, ey. Chef, wie weit ist es denn noch? Und ist die Dings nun hier? Vorhin war sie da drüben, aber jetzt? Da drüben? Doch nicht etwa Beatrix! Yeah! Moment, das ist doch nicht etwa... Da drüben. Wie macht ihr das? Lustig zuzuschauen. Nicht da? Du lebst also noch. Seid ihr Bark? Genau der. Der Entführer eurer kleinen Prinzessin höchstpersönlich. Bitte, macht euch keine Gedanken mehr deswegen. Vor allem nicht wegen dieser Geschichte. Es ist schon lange her. Deine Worte gehen mir runter wie Öl. Aber eigentlich mache ich mir auch überhaupt keine Gedanken. Chef, mit der Dings meinst du nicht etwa Beatrix? Oh, hey. Wie ihr sehen könnt, wurde Alexandria bis auf den letzten Ziegelstein in Trümmer gelegt. Steiner und ich haben alles versucht, um Alexandria davor zu bewahren, aber am Ende mussten wir uns unserer Machtlosigkeit eingestehen. Steiner hat sich Sorgen um dich gemacht. Wieso hast du nichts von dir hören lassen? Außerdem hat Lilly einen schweren Schock erlitten und kann seitdem nicht mehr reden. Prinzessin Garnet. Wie dem so ist, dann sollte die Prinzessin sich eine Weile außerhalb Alexandrias aufhalten. Der Anblick könnte die seelischen Wunden ihrer Majestät nur noch tiefer reißen. Ja, nur ist Lilly irgendwie und irgendwo verschollen. Ich dachte ja, sie wäre hier, aber nun kann ich sie nirgends finden. Ihr dachtet, sie wäre hier? Aber ihr könnt sie nirgends finden? Habt ihr denn drüben schon nachgesehen? Drüben? Ja, wenn ihre Hoheit tatsächlich in Alexandria ist, dann hält sie sich bestimmt dort auf. Ich hätte da eine Bitte an euch. Wenn ihr ihre Majestät findet, dann sagt ihr bitte, dass sie sich keine Sorgen um Alexandria machen muss. Vielmehr sollte ihre Majestät sich um ihr eigenes Wohl... Ja, klar. Könnt ihr ihre Majestät außerdem dies überreichen? Garnet, endlich! Bis zu dem Tag, an dem in Alexandria wieder Frieden einkehrt, soll dies zur Quelle der Kraft für ihre Majestät werden. Meine absolute Lieblingsbestie. Obwohl das Spiel voll von geilen Bestien ist. Keine Frage. Also mir persönlich gefallen sie gut. Da ist sie ja. Ich habe dich überall gesucht, Lilly. Zitane. Du kannst widersprechen? Ja. Ich habe seitdem viel nachgedacht. Ich werde bald Königin sein und es ist meine Aufgabe, Alexandria wieder Frieden zu bringen. In diesem Bewusstsein bin ich hierher zurückgekehrt, aber kann ich noch eine Weile bei euch bleiben, Zitane? Warum möchtest du das? Verrätst du es mir?
Als Mutter noch lebte, da dachte ich mir immer, wie soll ich mich verhalten, um der Rolle einer Prinzessin gerecht zu werden. Ich hatte nichts anderes im Kopf. Und jetzt, wo Mutter tot ist und ich die neue Königin werden soll, da gehen mir wieder dieselben Gedanken durch den Kopf. Wie soll ich mich verhalten, um der Rolle einer Königin gerecht zu werden? Aber egal, wie sehr ich mich jetzt auch bemühen sollte, das Volk würde mich nicht als seine Königin akzeptieren. Bist du dir das sicher? Ich glaube nicht, dass ich die Qualifikation habe, dieses Land zu regieren und zu beschützen. Hätte ich's doch glatt vergessen. Das hier soll ich dir von Beatrix geben. Hopp. Ist das ein Garnett? Weißt du, was du mir gerade da gegeben hast? Jupp, es ist ein Garnett. Hübscher Edelstein, nicht wahr? Hübsch? Ja, und er funkelt so schön. Dieser Edelstein da, weißt du, der war am Anfang auch nichts weiter als ein Stück Felsklump. Aber dieser Stein, der wünschte sich die ganze Zeit, ich möchte schön sein, ich möchte funkeln. Und weil er es sich so sehr wünschte, wurden die Menschen auf ihn aufmerksam, reichten ihn weiter und weiter, und jeder schlief ihn ein wenig mehr, bis er schließlich perfekt war und begann zu leuchten. Und nun hältst du ihn in deinen Händen. Hast du auch den Mut zu leuchten, Lilly? Ich weiß, dass du es kannst. Eines Tages wirst du leuchten. Es wird bald die Zeit kommen, in der Alexandria dich braucht und in der du Alexandria brauchst. Du brauchst nichts zu überstürzen. Hauptsache, du hast selbst den Wunsch zu leuchten. Danke. Das hast du schön gesagt, Zidane. Ich muss mich entschuldigen. Ich bin so verwirrt zurzeit. Und dich dann so halbherzig zu bitten, bei mir zu sein. Du magst vielleicht etwas mitgenommen sein, aber wenn du mich bittest, bei dir zu sein, weil du das echt möchtest, dann ist es okay. Zidane, leihst du mir deinen Liliendolch? Wofür willst du denn? Er hat schon einmal mein Leben entscheidend verändert. Danke. Jetzt soll er es noch einmal tun. Zidane, vergiss die alte Lilly nicht. Will sie sich jetzt umbringen? Was hat sie vor? Lilly, was ist mit deinen Haaren passiert? Und das schauen wir uns beim nächsten Part an. Ja, das ist so ein Ritual, die wir Mädels quasi des Öfteren mal eventuell tun, wenn wir einen, sag ich mal, einen bestimmten Lebensabschnitt für uns selbst abgeschlossen haben,
Dann kann es schon mal vorkommen, dass wir uns zu einer vollkommen anderen Frisur umentscheiden. Da kann es auch schon mal passieren, dass wir unsere geliebten langen Haaren einfach mal abschneiden lassen. Noch kürzer, als es Lilly gerade getan hat. Um somit einen neuen Lebensabschnitt in unserem Leben eindeutig zu können. So. Ja, das war so die Erklärung, warum Lilly das gemacht hat. Auf jeden Fall, ich habe keine Ahnung, ob die Männer das auch macht, habe ich überhaupt keinen Plan, aber jedenfalls bei uns Mädels kommt es hier und da mal vor. Aber wie es jetzt weitergeht, erfahren wir erst im nächsten Part. Ihr Lieben, ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!